Grüßt euch, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren 3.19 PTU Abenteuer Koop Tutorial, will ich mal sagen. Und der rechts hier neben mir, das ist nicht entweder ein NPC, sondern das ist der Gunny. Grüß dich. Hallo Leute, ich grüße euch. Ich würde gern winken, aber kann ich nicht. Genau, und wenn ihr euch jetzt wundert, warum der Gunny so blöd nach links guckt, ja, dann liegt das daran, dass er nicht sieht, wie ich stehe, und ich sehe ihn komisch stehen, und irgendwie ist das alles noch so ein bisschen desinkig. Und deswegen ist das so. Wollten wir euch mal zeigen. Ja, genau, der Gunny hat keine Zeit, deswegen müssen wir loslegen. Wir wollen heute nämlich das Tractor Beam Attach und Detach angehen, und dazu gibt es einiges, was wir ausprobieren wollen. Deswegen habe ich den Gunny heute auch mal zur Hilfe gerufen, denn wir wollen mal versuchen, jetzt als erstes erstmal ein bisschen was für die Prospektor einzukaufen. Ich möchte einen neuen Schnupsi an der Prospektor haben. Dann möchte ich Attachments vorne dran haben. So irgendwelche Sachen, die ich hier bekomme. Ist jetzt erstmal egal was. Dann kaufen wir noch dies und das noch so ein bisschen ein und wollen dann mit der Prospektor losfliegen, die voll machen mit irgendwas, völlig Latte. Und der Gunny nimmt die Cutter und dann wollen wir mal so ein bisschen rumprobieren. Wir wollen mal zum Beispiel eine Waffe von der Cutter abmachen und an die Prospektor schnalzen. Dann wollen wir mal in der Cutter so ein bisschen die Komponenten mal so ein bisschen rausziehen, wieder reinsnappen, mal gucken, wie das alles so funktioniert. Dazu erzähle ich euch natürlich noch so ein bisschen was, wo ihr drauf achten müsst und was für Buttons ihr belegen müsst. Und dann wollen wir ganz zum Schluss versuchen, dass der Gunny die von der Prospektor abgezogenen Beutel, wenn das geht, ne, übrigens ganz geil, dieser Lichtkegel, der hier die ganze Zeit auf dem Boden rumsaust, ne, total cool, der kommt mir nicht von hier oben irgendwo, ist aber schon länger drin, ne, ist jetzt noch nichts, ist jetzt nichts Neues, in die Cutter zu packen und dass der Gunny das dann in die Raffinerie bringt, von meiner Prospektor aus. Ich glaube zu 70%, das geht noch nicht, ne? Aber wäre ja geil, wenn es geht, weil dann wäre dieser Mining Loop, ne, wenn jetzt das Refinery Schiff noch nicht da ist, schon mal so ein bisschen geschlossen, dass man so ein bisschen zusammenarbeiten kann, ne? Da ist natürlich dann die Frage, wie das ist mit der Bezahlung, weil ich gebe ja meine abgemeinerten Materialien an Gunny weiter. Entweder bezahlt er mich dann direkt oder er fliegt zur Raffinerie, baut das, gibt das da ab, und dann müsste er ja eigentlich aber die Kohle kriegen, ne? Da bin ich ja dann raus. Also irgendwie da ist noch so ein bisschen die Krux, deswegen glaube ich, es funktioniert noch nicht. Was, glaube ich, funktioniert, ist, wenn ich dann mit meinem Schiff diese Beutel wegbringe zur Raffinerie, aber letztendlich ist das völlig sinnlos, weil dann kann ich auch mit der Prospektor dahin fliegen, denn die nachfüllbaren Beutel, die funktionieren leider noch nicht. Die Prospektor braucht sowieso noch ein ordentliches Rework, denn da kommt man noch nicht an die Komponentenschächte ran. Da ist noch einiges, was überarbeitet werden muss. Die ist ja auch schon seit der 3.2, glaube ich, drin, ne? Oder 3.1. Auf jeden Fall irgendwie um den Dreh. Die ist schon ewig drin, ne? Deswegen, die muss überarbeitet werden. Ich denke mal, das wird jetzt in dem Zuge auch passieren, denn CRG möchte ja den Mining Loop schließen. Und dazu kommt ja auch die Expense dann rein. Und ja. So viel dazu, Gunny. Wir kaufen jetzt erstmal ein, wir machen hier einen kleinen Cut und holen euch dann zurück, wenn wir dann Lorville verlassen. Dann zeigen wir euch nochmal den Abflug hier, dann können wir nochmal die wunderschöne Stadt draußen bewundern. Und vielleicht holen wir auch noch euch früher nochmal zurück, aber ich glaube nicht, denn der Traktorbeam, ich probiere das nochmal, geht leider immer noch nicht in der waffenfreien Zone. Deswegen denke ich mal, werden wir euch dann erst außerhalb zurückholen. Und ja, dann geht's weiter, Freunde. Also, bis gleich. So, Gunny. Hoppli hoppli. Okay. Ja, hoppli hopp. Thank you.
Leute, ich bin gelandet, mehr schlecht als recht, aber das war natürlich alles so gewollt. Ich wollte so ein bisschen dynamisch landen. Ja, dynamisch so landen. Was wir als erstes jetzt machen müssen, ja, um überhaupt irgendwelche Komponenten zu bewegen von den Schiffen. Ihr müsst natürlich einen Traktorbeam haben, also ein Multitool und einen Traktorbeamaufsatz, logischerweise, ne? Sonst mit den Händen kriegt ihr da natürlich nicht ab. Müssen wir erstmal aufstehen. Ich sagte, wir müssen aufstehen. So. So, dann macht er das. Zack, zack, zack. Ich weiß nicht genau, ob es schon einen Knopf im Schiff gibt. Ich glaube aber nicht. Ist aber auch egal. Ihr müsst zunächst, um eure Itemports überhaupt zu entfernen, müsst ihr in die Keybindings gehen. Also Optionen, Keybindings, Advanced Control Customization. Und dann geht ihr in Vehicle Cockpit. So, und hier unten habt ihr Port Lock Toggle All, Port Lock All und Port Unlock All. Hier können wir die einzeln belegen, könnt ihr einmal locken, einmal unlocken. Das ist ein Toggle, der macht dann beides. Das belege ich mir jetzt mal auf irgendeine Taste. Ich nehme mal dafür den Hashtag. Ne, der ist jetzt irgendwie bei mir frei. Zumindest ist jetzt hier nichts, was ich da irgendwie jetzt brauche im Schiff. Ne, so, gehe dann auf Yes. So, und jetzt muss ich erstmal wieder ins Schiff gehen. So, weil ich zeige euch das erstmal ganz kurz. So, wir gehen mal raus aus dem Schiff. Ne, und das ist nämlich auch der Grund, der Gunny, der kommt jetzt mal zu mir. So, ja. Es geht jetzt ja auch darum, wie können andere Leute mit diesem Feature umgehen. Ne? So, kann jetzt eigentlich irgendeine so Flitze-Pipi wie Gunny kommen, ja, und mir die Items hier abbauen? Ne, das ist ja natürlich eine Sache, das darf natürlich nicht sein. So, und dafür gibt es diesen Lock. Und ich würde sagen, das probieren wir jetzt mal. Erstmal versuche ich es hier, ne? Ich habe hier meinen Traktorbeam, der immer noch nicht funktioniert. Warum funktioniert der Traktorbeam nicht? Kannst du mir das mal verraten? Warte. Gibt's ich habe gerade so dir nachgearbeitet, sozusagen. Doch, der geht. Doch, er geht. Jetzt geht er. So, was so. Übrigens auch neu ist beim Traktorbeam, ist, dass ihr jetzt einmal die linke Maustaste drückt und dann ist der an. Dann könnt ihr auch die Maustaste loslassen. Das ist ein bisschen komisch, wenn ihr euch irgendwo im EVA ranziehen wollt, weil dann ballert ihr meistens dagegen, weil ihr ne, denkt, ihr müsst einfach nur loslassen und dann macht er das aber nicht. Es ist wirklich einmal aktiviert und nochmal gedrückt, geht er wieder aus. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo als Toggle oder so einstellen kann. Habe ich noch nicht gefunden. Auf jeden Fall, ihr seht jetzt hier, da geht gar nichts, ne, hier geht auch nichts. Geht nirgendwo irgendetwas. So, ich vermute, der Traktorbeam ging gerade nicht, weil er den noch nicht wirklich in der Hand hatte. Ne? Der war immer noch im Ausrüstungsmodus. Wenn ihr sagt, Mensch, ihr hättet euch mal einen besseren Platz suchen können, hier ist ja Sauwetter, könnt ihr euch beim Gunny bedanken. Ja, das habe ich gewusst, dass das jetzt kommt. Nein, nein, alles gut. So, der Gunny kommt jetzt mal hier zu mir und versucht mal ja. Mit seinem Traktorbeam hier ein bisschen was rumzumachen. Ich habe hier übrigens einen Helix-Laser ausgerüstet, habe hier ein Modul rangebracht, hier unten auch ein Modul rangebracht. Hier ging irgendwie kein Modul ran. Hat der Helix-Laser nur noch 2 Modulslots? Kann das sein? Wisst ihr das? Weil ich meines Erachtens hatte der 3. Kann aber auch ein Bug sein. Aber ich war ewig nicht meiner, deswegen weiß ich es nicht. So, da geht nichts, ne? Nee. So, gut. Jetzt also stecke ich mal mein Multitool wieder weg. Ich drücke jetzt mal Hashtag, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Genau, weil dann macht er nämlich das, weil ich bin ja nicht im Schiff. Ne, ich muss mich jetzt erstmal ins Schiff setzen. Nein, Exit. So. Und muss mich dann praktisch aus dem Pilotensitz, dann kann ich Hashtag drücken. Ich gucke aber gleich nochmal im Schiff, ob da irgendwas ist. Aber, das hatte ich ja anfangs schon gesagt, viele, viele, viele Schiffe müssen jetzt überarbeitet werden. Alleine schon die alten, weil wir kommen hier an keine Item-Slots ran, die Schildgeneratoren. Da geht nichts auf, ne? Hier auch nicht. Hier Cooler sind hier drin, hier geht wirklich gar nichts. Ne? Wir können nichts austauschen. Das muss natürlich noch kommen. Zudem hat ja die Prospector die Möglichkeit, Säcke nachzuladen. Das ist natürlich auch noch nicht drin. Also die Prospector ist dringend, dringend notwendig, hier eine Überarbeitung hinzubekommen. So, ich setze mich mal, oder ich schmeiß mich mal in Sitz, zack! Ne, so, und dann gucke ich mal hier oben, ob hier irgendwas ist, aber ich glaube, hier Engines on, Power on, off, Exterior open, Unlock, nee, das ist hier nicht. So, aber ich habe ja belegt, ich kann jetzt Hashtag drücken. So, jetzt sagt er Ship Ports Unlock. So, und jetzt versucht der Gunny gleich, wenn ich wieder draußen bin, Gunny, halt deinen Laser still. Ja, du solltest das hier auch zeigen, weil es verändert sich nämlich jetzt hier vorne was. Genau, du hast jetzt nämlich was, du hast nämlich eine Anzeige, ne?
Ja, eine Anzeige würde ich es gar nicht sagen. Also wenn ich mit dem Multitool jetzt auf den Mining-Kopf gehe, erscheint der grün. Richtig. Also alle Teile, die abnehmbar sind, sind jetzt grün gemarkert. Genau. Und das ist praktisch auch neu. Da erzähle ich euch gleich noch was zu. Okay. So, und zwar mache ich das am besten jetzt. So, ich erzähle euch jetzt erstmal so ein bisschen was über diese ganzen Geschichten. Also, wir werden heute das Anbringen und Abnehmen von Gegenständen, wie zum Beispiel Schiffskomponenten, testen. Das machen wir dann gleich anhand der Cutter. Dann werden wir geborgene Gegenstände gewinnbringend verkaufen. Das werden wir, könnt ihr machen. Also, wenn ihr Schiffe findet und ihr findet da irgendwo Waffen rumliegen oder Schildgeneratoren oder sonst was, dann könnt ihr das in euer Schiff packen und dann genauso wie eine Kiste irgendwo verkaufen. Wahrscheinlich bei Läden wie... Ah, wie heißen sie denn hier, diese blauen, die es auf den Resttops immer gibt, wo man Komponenten kaufen kann? Ja, Platinum Bay. Platinum Bay zum Beispiel, ne? Oder hier Dampers Depot. Ne? Genau, da könnt ihr die Dinger dann verkaufen. Das wird wahrscheinlich nicht mit eigenen Gegenständen gehen, weil sonst würde man ja wieder einen Reibach machen. Ne? Würde man die Gegenstände ausbauen, verkaufen, wieder neu claimen, ausbauen, verkaufen. Ne? Das ging ja vorher mit den anderen Sachen auch nicht. Dann könnt ihr Gegenstände von den Itemports der Schiffe lösen und wieder anbringen. Und das werden wir euch nämlich gleich zeigen. Austauschen von Komponenten, Ersatz und Auffüllen von Vorräten könnt ihr auch machen. Zum Beispiel Raketen. Wenn das Schiff jetzt Raketen hätte, könnte ich eine rumliegende Rakete, zack, da wieder ransnappen zum Beispiel. Der Nachteil ist momentan, dass das natürlich nicht im Hangar geht. Und der Nachteil ist auch, dass wenn ihr irgendwo Komponenten gelagert habt, wie zum Beispiel in Lorville, in dem Inventar, dann könnt ihr das nicht aus dem Inventar an Schiff snappen. Ja, sondern das geht nur, wenn diese Sachen schon physisch irgendwo sind. Ihr könnt zum Beispiel auch keinen Gegenstand vom Schiff ausbauen, auf den Boden legen und dann ins Inventar ziehen. Das geht auch noch nicht. Heißt aber nicht, dass es nicht noch kommt. Ja, so. Dann Schiffe plündern kann man jetzt und daraus Profit dann rausschlagen. Wenn ihr zum Beispiel irgendwen abschießt, dann könnt ihr die Sachen mitnehmen und das dann wieder gewinnbringend verkaufen. Die Spieler können diese Fähigkeit, Waffen und Komponenten an ihren Schiffen entfernen, sperren und entsperren. Das ist das, was ich euch gerade gezeigt habe. Ja? Indem sie das Äußere über den Pilotensitz verriegeln und entriegeln. Ja, genau. Ne? Dann das Halten der B-Taste, also das Drücken der B-Taste, ja? Während ein Komponente im Traktorstrahl anvisiert ist, kann man es damit entfernen. Das ist die eine Möglichkeit, das zu entfernen. Die andere Möglichkeit ist, ihr geht mit dem Traktorstrahl ran, wir machen das gleich noch alles, und zieht das dann so weg. Da ist dann so ein Pfeil und der zeigt euch die Abziehrichtung. Ja, das ist auch ziemlich cool. So, dann genau das. Und das ist das, was Gunny gerade sagte. Während des Anbringens von Komponenten erscheint ein AR-Marker, also ein Marker in eurem Visier. Und der zeigt den Spielern die richtige Ausrichtung des Anbringens der Komponente. Wenn der Holo-Umriss grün ist, lassen sich die Gegenstände einfach lösen und er wird wieder befestigen. Ja, grün heißt also alles super. Wenn das gelb ist, dann muss man die Gegenstände drehen, dann sind sie halt nicht richtig ausgerichtet. Hier ist auch eine Neuigkeit reingekommen. Dann, wenn ihr jetzt drehen wollt, dann müsst ihr R wie Rotation gedrückt halten und dann drehen. Ne? Sobald ihr das loslasst, ist wieder vorbei. Das war ja vorher auch anders, da musste man einfach drücken, dann konnte man drehen, drehen, drehen und wenn man wieder gedrückt hat, ich glaube, das war auch nicht R, ich meine, das war irgendwas anderes. Ne? Also das ist jetzt halt auch neu. Da müsst ihr da drehen und wenn das dann grün wird, dann ist richtig. Und wenn das rot ist, das Ganze, dann wisst ihr, dass der Item oder das Item nicht an den Slot passt. Wenn ihr zum Beispiel eine Komponente Size 1 habt und ihr habt einen Slot oder einen Hardpoint Size 2 oder 3, dann wisst ihr, das passt da nicht ran. So, dann ist es rot. Ne? So viel dazu. So, dann werden wir das Ganze jetzt erstmal machen. Ich werde mal mein Multitool zucken. Genau, ich habe noch was. Ja. Weil das ist mir gerade aufgefallen. Also wenn ich bin jetzt gerade rangegangen an die Waffe zum Beispiel, die ist jetzt, wird mir grün angezeigt. Genau. Und er schreibt sogar, was es ist. Das ist jetzt noch sehr wackelig alles. Die Schrift springt so hin und her. Mhm. Aber ich sehe, dass da CF-117 Bulldog-Repeater dran sind. Okay, das sehe ich zum Beispiel noch nicht. Und dasselbe ist auch beim Helix Mining Laser und auch, wenn ich Search-Modul, warte mal. Ja. Aber nur, wenn ich von hinten rangehe. Und das hört sich komisch an. Aber stell dich mal hier hin, ja, und visier mal deine Waffe an. Ah ja, stimmt, da sehe ich es jetzt. Helix Mining Laser, stimmt, das ist dann so grün, ne? Genau. Genau, das verschwindet. Ja, das ist, glaube ich, nicht richtig dargestellt. Das ist noch ein Bug. Aber es ist geil. Geil, dass es angezeigt wird. Auf jeden Fall. So, gucken wir das hier mal. Ah, das wandert nur aus dem Bild raus.
Ja, genau. Ne, aber da sehe ich es jetzt auch. CF 101 Bullet Preview. Ich würde es cool finden, wenn die Size noch dabei stehen würde. Ne, das würde auch noch, wäre auch noch ganz geil. So, ich könnte das jetzt nehmen, einmal draufdrücken, dann habe ich das und ich sehe jetzt praktisch, da ist ein Pfeil, seht ihr, der rote, das bedeutet nach rechts. Ich drücke jetzt erstmal B. B macht er irgendwie nicht, komischerweise. So, aber ist egal, ich kann das auch so nach in die Richtung ziehen, so. Dachte ich zumindest. Ah ja, so, zurückgehen zum Beispiel. Oder ranziehen mit dem, so, ne? Das geht auch. So, und dann ist das Ding ab. Und dann kann ich das hier zum Beispiel hinlegen. Ne? Und der Gunny kann das jetzt nehmen und das kann er da wieder ranbauen, wenn er das will. Oder er kann das jetzt mitnehmen zum Beispiel. Nimm das mal mit, Gunny. Wir bauen jetzt mal so ein bisschen rum, obwohl du hast deine Cutter noch nicht entriegelt, ne? Mit den Itemports. Jawohl, habe ich doch gerade eben gemacht. Hat er gemacht. Hat er schon gemacht. Und gucke mal, wenn ich jetzt auf die Cutter gucke, zeigt er mir vorne zwei rosane Buttons an. Siehst du das auch? Nee, das sehe ich nicht. Das siehst du wahrscheinlich nur, weil du das Ding hast, weil es dir sagt, da kannst du das anbauen. Das sind die Gimbals, genau. Hast du denn mit deinem Schiff schon wieder gemacht, sag mal? Ich hatte leichte Probleme beim Start. So, ich kann zum Beispiel hier gar nichts machen, deswegen hast du wahrscheinlich doch noch nicht entlockt. Ach so, okay, warte, das muss ich auf dem Sitz machen. Also das lege ich mal hin. Boah, ich muss mich da so dran gewöhnen, ne, dass ich das Multitool, dass das, wenn man einmal drückt, dass das anbleibt. Ja. Ah ja, jetzt sehe ich das auch. Da hat er, aber da steht auch, dass es die Port, occupied, Port ist genau. Occupied. Also ist noch besetzt und es ist auch ein kleines Schloss dran, was heißt gelockt und es steht sogar die Size dran. Das ist natürlich sehr cool. So, ich sitze jetzt im Pilotensitz und drücke mal die Taste. Ja. Ship Ports Unlocked steht im Display. Ja, und jetzt kann ich da ran. Jetzt können wir da tauschen. Ist natürlich absolut sinnfrei, weil es sind die gleichen Waffen. So, ich versuche das nochmal mit B. Aber mit B will er nicht, ne? Muss ich jetzt so... Muss ich so ein bisschen in die Richtung gehen, ne? So ein bisschen, ist so ein bisschen zuppelig, aber B macht er irgendwie die. Oder ich habe B falsch verstanden. Halten die B-Taste gedrückt, während Sie eine Komponente mit einem Traktorstrahl anvisieren, um sie zu entfernen. Hm. Komisch. Naja, vielleicht geht's auch noch nicht richtig. Vielleicht mache ich es auch noch falsch, ne? Ist ja auch immer ein kleiner Test selber. Ah, und ne, jetzt das weiß man eigentlich nicht so genau. Das bedeutet, gelb bedeutet, ich muss es drehen. Genau. Ne, das machen wir auch gleich nochmal. So, aber geil, oder? Oh, ich finde das so cool. Und wenn wir jetzt irgendwo zum Beispiel gerade bessere Waffen finden, dann können wir die alle mitnehmen und dann irgendwie so ausrüsten. So, jetzt ist die Waffe so. Beziehungsweise ich drehe die mal rum. So, ich drücke jetzt einmal R. Genau, man muss R gedrückt halten. Ne? Also man muss wirklich R gedrückt halten, dann kann man das drehen. Genau. Dann ist das doch anders. Ne? So, und wenn man R wieder loslässt, wie Rotation, kann man sich gut merken, ne? Dann, oh, das ist aber, das funktioniert gut mit dem Ding. Ja. So, jetzt gehen wir hier ran und jetzt sagt er gelb. Ne? Das heißt, A ist falsch, deswegen drücken wir wieder R, drehen das Ganze. Müssen natürlich noch so machen. Irgendwie so, ja, so. Und dann nochmal so, gucken wir, was jetzt macht, so einigermaßen. Jawohl, dann lassen wir los, zack. Ja gut, da war es wieder gelb. Mist. So, jetzt aber hier, komm. Zeig grün. Also muss nee, hier. Sie steht auf dem Kopf, genau. So. Noch ein bisschen weiter, also aus zack. Meiner Sicht. Wunderbar. So, und das Ganze können wir natürlich mit allen Sachen machen. Können wir ihn hier zum Beispiel abnehmen. Ne? Machen wir wieder, ich versuche es mal mit B gedrückt halten. Aber B gedrückt halten will er irgendwie nicht. Aber dann ziehen wir das ja so ab. So, ne, so ein bisschen so. Achso, müssen wir nach unten ziehen. Na komm. Na, macht's nicht so richtig. Okay, also ich hab's abgekriegt. Ja, ich glaube, dann muss man, glaube ich, wirklich nach unten gehen und dann so ein bisschen ranziehen, aber. Also näher ran auf jeden Fall, würde ich sagen. Nee, aber er macht's nicht so richtig. Ah, da müssen sie nochmal ran. Das ist noch nicht doll. Ich dachte normalerweise, wenn du unten bist, müsste er eigentlich das Ding abziehen, aber er macht also es irgendwie nicht so richtig. Also das hat eine Abziehrichtung ja, ne? Ja, genau, aber mache ich ja. Habe. Ne? Und wenn du es mal hier so von hinten versuchst? Ja. So, der geht wahrscheinlich, wenn wir den nach da ziehen. Der soll nach unten. Oder wenn wir hier hingehen und dann so den Traktorbeam zu uns ran. Ah ja, jetzt geht's. Ja, das, von hinten geht's ein bisschen besser, glaube ich, ne?
Also ich bin jetzt auch, ich habe es jetzt einfach genommen. Okay, das warst du. Ich habe nichts gemacht. Nee, genau, ich wollte das mal ausprobieren. Ja, das ist noch nicht so richtig gut. Er zeigt auch, der grüne Pfeil, der füllt sich auch. Seht ihr das? Wenn ich so runtergehe und jetzt, vielleicht mal jetzt B drücken? Nee. Oder jetzt nach links? Also weg vom Schiff vielleicht? Ja, ist okay, aber es muss noch ein bisschen besser werden. Das war mal besser. Ne? Aber egal, das geht auf jeden Fall. Ne? So, und was jetzt auch geht, ist halt das hier. Ne? Ihr könnt das Ding jetzt hier abziehen. Ja, das natürlich macht. Der geht natürlich nach unten raus, logischerweise. Komm, geh raus. Komm her. Komm. Ah, ist noch nicht so richtig. Ja. Also im Prinzip ist es, glaube ich, einfacher. Du machst ihn oben los, lässt dann los, dass er rausfällt und dann nimmst du ihn wieder, ne? Ja, aber er fällt ja nicht raus. Okay. So, jetzt. Genau. Jetzt herausgefallen. Ah, das ist noch nicht so hundertprozentig, Taco. Na, ich glaube, das hat aber auch ein bisschen was mit dem Deasing zu tun. Ja. Na, und genau so können wir dann auch wieder da reinsnappeln dann eigentlich. Na, aber ihr seht, na, das ist alles noch nicht so wirklich richtig gut. Also ich kann ihn gerade auch nicht aufheben. Nee. So, ne, so muss das da irgendwie rein geproppt werden. Ne, aber okay, du brauchst es gar nicht reinkloppen. Ja gut, er muss aber irgendwie grün werden, weißt du? Genau, also bei mir ist es gerade, ich habe ihn nur ganz leicht angehoben genau. Und dann ist er grün geworden. Und ich habe mir jetzt da auch nochmal ein bisschen gedreht. Ne? Ja. Also ihr seht, da ist noch ein bisschen Potenzial, aber auf jeden Fall ist das schon mal drin. Ne? Da geht ein bisschen noch was, da müssen wir ein bisschen justieren, ne? Aber wer erwartet auch schon, dass das jetzt schon perfekt ist. Genau, so, dann gehen wir jetzt nochmal in die Cutter. Und probieren das nochmal mit den Komponenten aus. Denn das soll ja auch gehen. Ne? Das geht ja bei der Prospector noch nicht, habe ich ja gerade schon erzählt. Da sind die Komponentenschächte leider noch unerreichbar. Aber hier, deswegen haben wir die Cutter unter anderem mitgenommen, können wir halt hier die Komponentenschächte aufmachen. Ne? So geht das natürlich nicht raus. Ne? Deswegen müssen wir die einmal so aufmachen. So, und jetzt können wir das nehmen und rausziehen. Ich sagte, rausziehen, oder vielleicht, ja gut, ja, es dauert immer so ein bisschen, ne, das ist so ein bisschen, hat vielleicht aber auch was mit dem Leck zu tun. Ja, und ich versuch's nochmal mit B. Nee, aber B macht er bei mir irgendwie nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist das doch noch für irgendwas anderes. Kann sein, oder es funktioniert halt noch nicht. Ja. Na so, und da könnten wir jetzt halt eine andere Komponente einbauen zum Beispiel. Und das geht natürlich mit allen Sachen. Das geht mit dem Ding hier müsste das gehen. Na hier, da, das Teil, das müsste eigentlich auch gehen. Obwohl er den jetzt nicht anzeigt. Aber das könnte auch das Jump Drive sein. Ne? Vielleicht gibt es das Jump Drive noch nicht, deswegen also da bin unten mir nicht sicher. Nee, das könnte... Also hier unten, guck mal, wir haben ja da unten haben wir das Powerplant. Genau, Powerplant. Daneben ist der Jump Drive. Genau, nee, das ist der Quantum Drive ist das, glaube ich. Das Quantum ist der Jump Drive genau. Wahrscheinlich hier. Und ja, weil der Jump Drive noch nicht drin ist, denke ich mal, kannst du es noch nicht auswählen. Vermute ich jetzt richtig. Mal. Ne? Ja, und da oben ist der Schildgenerator. Genau, der geht auch. Ja. Ja, und jetzt könnt ihr da Sachen reinbauen, die ihr halt findet. Ne? Leider noch nicht in dem Hangar, dass ihr das kauft und dann irgendwie in den Hangar stellt und dann ausbaut und so. Das gibt's noch nicht. Das wird wahrscheinlich hoffentlich der nächste Schritt sein. Aber mit gefundenen Sachen könnt ihr das dann machen. Ne? Und wenn ihr euch irgendwo eine Basis macht und das Ganze dann irgendwie lagert, vielleicht in eurem Schiff oder so, dann, ja, dann könnt ihr euch da mit der Persistenz dann je nachdem immer bedienen. Könnt ihr sagen, so, ich habe noch einen Vorrat von Badger Laser Repeatern und da brauche ich zum Beispiel keine, die kann ich verschenken oder die verkaufe ich oder baue die daran. Ne? Das ist auf jeden Fall jetzt neu und richtig geil. So. Und ganz kurz, Sitko, es funktioniert aber nicht, wenn ich jetzt hier den Kühler ausbaue, den, keine Ahnung, auf meinen Cargo-Grid lege, dann taucht der nicht im Schiff auf. Oder doch. Dann taucht der nicht im, dann ist dein Kühler leer. Genau, habe ich denn dann Schiffs, in, also den, ich kann den nicht hochheben, ihn angucken per Inventar quasi und ihn ins Schiffsinventar packen? Nein, das geht nicht. Okay. Na, sonst könntest du ja auch dir einen Kühler kaufen,
den aus dem Schiffsinventar rausziehen auf den Boden und dann einbauen. Ich weiß aber nicht, ob das vielleicht noch kommt. Ne? Mhm. Ich meine, wir können es ja mal testen. Wir machen das mal mit der Waffe. Ist ja ganz einfach. So, zack. Ja, dann ziehen wir die hier ab. Wenn der Traktorbeam dann gleich da ist. Ne? Ja, komm. So. So, jetzt geht's. So, komm. Ja, das sieht gut aus. Der braucht immer ein bisschen, genau. So, dann legen wir das hier hin. Ja, dann können wir ja einfach das Ding hier wegstecken. Gehen ins Inventar. So. Könnten ja theoretisch das jetzt hier so nehmen, aber ihr seht halt schon, ne, der wählt halt auch gar nichts an. Abgesehen davon habe ich auch kein Inventar. Gandhi kann das ja auch nochmal probieren, ne, das war da jedes Missverständnis, aber er kann das nicht nehmen. So, das geht halt nicht. Ne. Wo ist, hast du sie denn hingetan? Hier vorne, hier. Auf dem Boden, direkt hier. Siehst du nicht? Nö. Ja, Freunde, der Diesing ist wirklich noch sehr hart. Ah, oh ja, jetzt liegt sie da. Jetzt. Da liegen sie, genau. Ja, du kannst da halt nirgendwo reinpacken. Wir können es natürlich auch nochmal im Schiff probieren. Du kannst es ja bei dir mal machen, Gunny. Zieh doch mal eine Waffe. Nicht mit meiner Waffe. Nein, nimm sie ruhig mit. Ja, nimm sie ruhig mit. Du hast ja Prospektor, du brauchst eh keine Waffe. Ja, ich weiß genau. Nicht wofür. Wir wollen ja sowieso jetzt nochmal eine Runde Minern gehen. Da machen wir wieder einen kleinen Cut. Ne? Dann, weil Minern, ne, das müssen wir jetzt nicht zeigen. Und dann wollen wir nochmal versuchen, ne, wenn wir die Dinger dann abziehen, wenn sie voll sind, dann stellen wir die Gunner mal in die Cutter und dann versucht er die mal in der Raffinerie wirklich irgendwie unterzubringen. Das wäre halt mega cool, wenn das gehen würde. Ne? Und das wäre auch die einzige Möglichkeit, die jetzt so Sinn macht, weil alles andere, ich muss, wie gesagt, mit meiner Prospektor muss ich die nicht abbauen und irgendwo hinbringen, dann kann ich auch mit der Prospektor hinfliegen. Weil hier oben, ne, da sind ja noch Säcke drin, die laden dann nach, dann ist das was anderes. Ja, dann kann ich die vielleicht in ein anderes Schiff packen, nachladen, wenn ich das unbedingt alleine machen will. Aber gerade der Gameplay-Loop mit einer anderen Person, mit einem Kumpel zusammen, der das dann in die Raffinerie bringt, das ist ja eigentlich das, was wir haben wollen. Ne? Sind wir mal ehrlich. Ist doch die Situation hier. So, Gunny, probiert okay. Das jetzt mal, ins genau. Inventar also zu schieben. Hier geht nichts, weil ich kann die ja auch nicht in die Hand nehmen irgendwie. So, jetzt, ich habe sie jetzt mal markiert. Mal sehen, was jetzt passiert. Okay, warte. Ich ziehe sie mal näher ran, damit sie mit im Bild ist, okay. Wenn ich jetzt Inventar gehe. So, jetzt habe ich sie. Ja, ich denke mal, das wird nicht gehen, weil das wäre auch unlogisch. Warum sollte ich denn jetzt mit der Hand eine fette Waffe nehmen können und das ins Inventar ziehen? Ne, das ist ja irgendwie. Ja. Das wäre ja irgendwie merkwürdig. Ne? Okay, ich bringe dir deine Knifte wieder. Ich bin ja gar nicht so. Brauchst du nicht. Will ich jetzt gar nicht mehr. Jetzt will ich sie nicht mehr. Alles klar, behalte ich sie. So, ich würde sagen, wir machen jetzt einen kleinen Cut, machen die Prospekte einmal voll und werden dann euch wieder dazu holen, wenn wir die Sachen zu Gunny umladen und. Er bringt das dann in die Refinery. Dafür würde ich sagen, fliegen wir mal direkt schon hin zur Refinery, ne, und suchen uns da ein paar Brocken, die ja, da rum genau. Sind. Das ist so eine gute Idee. So, hier läuft irgendwo ein Timer. Ach so, da unten läuft ein Timer, weil ich das über Hashtag, da habe ich ja den Timer auch mit drauf. Ja, seht ihr, dann sehe ich genau, ich hatte jetzt 18 Minuten und 27 Sekunden hatte ich das Ding jetzt unlocked. Das war auch ganz nett. Gut, Leute, dann sehen wir uns gleich wieder und dann gucken wir mal, ob Gunny dann meine abgemeinerten Sachen verkaufen kann. Also Freunde, bis gleich.
So Leute, ich hole euch doch nochmal dazu, um euch mal ganz kurz das neue Mining-Hut zu zeigen. Hier hat sich anscheinend auch einiges geändert, wie das aussieht. Das habe ich selber auch noch gar nicht gesehen. Das müsste aber auch neu sein. Ja, wir haben jetzt hier einen Stein gefunden. Ich muss mal gucken, ob ich den überhaupt noch anvisieren kann, weil gerade haben wir wirklich ein derbes Delay. Hier ist auch keine Umrandung drum. Ich schau mal. Dann haben wir hier jetzt praktisch unsere Module. Und das ist auch, glaube ich, alles ein bisschen anders aus. Hier unten ist zum Beispiel unser Mining-Laser. Ne, hier gibt es verschiedene Anzeigen. Ne, hier 70 ist grün. Ich kann euch jetzt gerade gar nicht sagen, was das alles bedeutet. Ne, wenn ihr Mining Confirmed seid, könnt ihr mir in die Kommentare mal schreiben, was diese Zahlen hier unten bedeuten. Ne, ich denke mal, das hat irgendwas mit den Modulen zu tun. Na, hier ist ja Search-Modul. Ne, da ist ja dieses Symbol. Ne, das ist hier auch. Das gibt uns dann plus 50 irgendwas. Und das nochmal plus 35. Aber genau, was es da gibt, ich denke mal... Ach ja, hier steht es ja. Laser Power plus 50. Dann haben wir plus 35 Laserpower nochmal, also hier oben, ja. Ich denke mal, das ergibt dann letztendlich die 70, ne, irgendwie in dem Sinne so irgendwie. Ja, dann haben wir hier noch was, aber genau kann ich es auch nicht sagen. So, dann hat sich hier in der Mitte so ein bisschen was geändert, ne, das gucken wir uns gleich noch an. Hier oben haben wir noch so ein bisschen die Modes, die wir jetzt, in die wir uns jetzt befinden. Hier haben wir die Laser Intensity, das werden wir uns gleich nochmal angucken. Und hier, ja, sehen wir jetzt auch noch ein bisschen was. So, ja. So, da stand gerade noch Bad Token, das ist jetzt weg. Ich gucke mal. Ah ja, da ist es jetzt wieder. Laser, ne, das steht da. Ach so, das ist dieses, diese Anzeige für die Leute, die es ein bisschen kennenlernen wollen. Genau, so, ich gebe mal Gas. Mal gucken, was er sagt. Aber im Moment habe ich das Problem, dass er generell das Ding nicht auslöst. So, das macht er jetzt. Allerdings habe ich das Gefühl, dass er den Stein nicht wirklich hat. Irgendwie will er den nicht. Deswegen suche ich nochmal einen anderen. Ne? Vielleicht liegt es am PTU, vielleicht habe ich jetzt einfach nur einen schlechten Stein erwischt. Ne, schauen wir mal, ich suche uns nochmal einen anderen und dann schauen wir uns nochmal an. Es soll jetzt aber gar nicht in erster Linie ums Mining gehen. Ne? Das werden wir uns dann separat nochmal angucken. Ich wollte euch das nur kurz einmal ganz kurz als Preview zeigen, dass hier beim bei der Prospekta, beim Mining hat sich anscheinend auch ordentlich was geändert hat. Also gucken wir uns den nochmal ganz kurz an. Ne, das Mining-Tutorial, das wird natürlich auch noch kommen, aber dazu muss das alles auch erstmal ein bisschen funktionieren, denn es ist einfach sonst... Ah, es ist sonst zu nervig, ne? Wenn ich bei jedem dritten Satz sagen muss, ja, das ist aber eigentlich so und, ne, Entschuldigung, dass jetzt so ist und so, das macht ja auch keinen Sinn, ne? Wenn jetzt ein, zwei Bugs dabei sind, kein Ding, aber sobald, solange das über die Hälfte ist, ist das alles irgendwie so ein bisschen sinnfrei. So, das erste, was ich jetzt mal mache, ist diese Tutorial-Shortcuts da mal auszublenden. Die findet ihr unter Optionen, hier Game Settings und da habt ihr diese Control Hints, ja, das schaltet ihr auf No. Und dann ist das Ganze weg. So. So, gucken wir mal, ob wir hier den nächsten Stein finden. Das könnte schon einer sein. So, er zeigt mir aber keinen Stein an. Ne, vielleicht ist er das aber auch nicht. Warte mal, ich scanne mal wieder. Oh doch, hier ist die Wolke. Das müsste der eigentlich sein. Aber irgendwie... will er nicht so richtig. Komm, gucken wir uns mal einen anderen an. Fliegen wir mal zu dem da. Ich würde sagen, ich suche mal einen, Freunde, und wenn ich einen finde, dann hole ich euch wieder dazu. Wenn ich keinen finde, ne, wir müssen ja nur so ein bisschen was abbauen, das reicht ja schon, ne, damit Gunny das prüfen kann, ob er es verkaufen kann. Schauen wir mal. Wenn es jetzt nicht funktioniert, holen wir das natürlich nach, selbstverständlich. So, da wird jetzt einer angezeigt. Das ist wahrscheinlich der, wo wir gerade waren, vermute ich mal. Fliegen wir da nochmal hin. So, den Speed-Limiter kann man leider immer noch nicht im Mining-Mode verstellen. Das ist leider echt doof. Das sollten sie echt mal regeln, dass das geht. Ne, dazu muss man dann immer rausgehen. Ne, und dann geht der Speed-Limiter. So, und dann kann man wieder reingehen. So, aber leider kann man ihn hier nicht bedienen. Das muss auf jeden Fall auch nochmal kommen. So, sowieso sieht das ja eigentlich schon mal ganz gut aus. Ah ja, der sieht gut aus. Was haben wir da? Ist eigentlich völlig Latte. Aber er scannt. Wunderbar. Schauen wir mal. Wahrscheinlich Goldgrube. Nee, ich glaube, der ist nix. So, Iron. Ah ja, wir haben jetzt hier Eisen. Oh, das Iron ist neu, ne?
Das ist das Neue und das soll richtig viel wert sein. Boah, geil. Sammeln wir ein. Und das sogar 99,38%. Das ist ja wieder klar, dass wir das im PTU finden. Ne, es gibt ja auch ein neues abbaubares Element in den neuen Sandhöhlen. Ne? Das wollen wir uns natürlich auch noch angucken. Und wir sehen jetzt auf der rechten Seite, das ist unsere Entfernung. Medium, Medium, Medium. Ne? Da müssen wir jetzt erstmal ran, bis das Ganze dann grün wird wahrscheinlich. Ne, da oben sehen wir auch dieser Strich. Ich zeige euch das mal hier ganz kurz mit F. Ne? Dass wir hier praktisch, das ist jetzt die maximale Entfernung und hier müssen wir in den optimalen Bereich. Dieser Strich, der wandert immer weiter hoch. Und dann haben wir so ein bisschen so einen doppelten, ja, so einen doppelten, wie soll ich das sagen, so eine doppelte Anzeige. So, jetzt zack, jetzt wird er langsam grün und jetzt sind wir gleich im optimalen Bereich. Zack. So, jetzt sind wir schon wieder nicht mehr im optimalen Bereich, oder doch? Ich weiß es gar nicht. Oder heißt das Medium da auf der Seite rechts was anderes? Das kann natürlich auch sein. Ich bin mir übrigens gar nicht sicher, ob wir den hier überhaupt geknackt kriegen. Der hat ja eine Masse, das ist ja unfassbar. Wahrscheinlich schaffen wir den gar nicht. Also ich möchte jetzt mal ein bisschen mehr Dings hier, ne? Ein bisschen Motivation hier. So. So, ich könnte mal gegenfliegen. Man sieht, ich bin lange nicht meinen gewesen. So optimaler Bereich, so ist eigentlich perfekt. Dann probieren wir das Ganze mal. Ich habe mit meinem Setup hier auch noch gar nicht gemeinert, ehrlich gesagt, mit meinem neuen. Nee, aber ihr seht schon, ne, hier, da bewegt sich gar nichts. Da müssen wir uns auf jeden Fall was suchen, was so ein bisschen weniger Masse hat. Das wäre dann was für die Mole. Oder halt für mehrere Prospektoren vielleicht, ne, dass die da draufhalten. Aber ich finde, das Neue hat... Finde ich geil. Gefällt mir richtig gut. Muss man sich jetzt aber erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Ne? Aber ihr seht hier, da passiert gar nichts. Da müssen wir uns erstmal ein bisschen was anderes suchen. Etwas mit weniger Masse. Das machen wir jetzt aber offscreen, würde ich sagen. Und holen euch dann wieder, wenn wir dann so ein bisschen was eingemeinert haben. So, bis gleich. So, Gunny, lass uns was suchen. So, Leute, wir haben es versucht. Gunny weiß, wir haben es versucht. Oh ja. Aber ihr seht, hier nichts ist anwählbar an irgendwelchen Steinen. Leider umrahmt hier gar nichts. Ich habe alles versucht. Ich habe Mining Mode an, aus, eingefahren, ausgefahren, Schiff angemacht, Schiff ausgemacht, Schiff wieder angemacht. Wir sind jetzt hier auf Markt da mittlerweile. Ne? Das ist auch ein anderes Material. Wir dachten, es liegt vielleicht an dem neuen Material. Aber irgendwie scheint hier wirklich das nicht zu funktionieren. Ist aber auch nicht schlimm, das werden wir nachholen. Wenn es von euch einer schon geschafft hat, ja, das Material abzubauen und ein Kumpel, auch geil, wie der Stein da rein, wenn du drin steckt, ne, könnte man sich ein Haus drauf bauen. Dann schreibt es mal in die Kommentare, ansonsten werden wir das auf jeden Fall nochmal testen, ne, gar keine Frage. Aber ich denke mal, das liegt jetzt hier gerade am PTU-Bild. Ne? Denn es ist auch so, zum Beispiel, wenn ich den Mining Laser auslöse, dann dauert das manchmal, bis der überhaupt auslöst. Ne? Ist alles nicht so richtig optimal. Ja, warten wir mal auf den Patch. Vielleicht geht's danach. Vielleicht testen wir es nochmal. Aber wir haben auch so ein bisschen was auf der Uhr. Ne? Es gibt ja noch die Savaging-Mission und noch andere Sachen, die ich euch zeigen will. Deswegen läuft nicht weg. Wir werden das auf jeden Fall herausfinden. Gunny, vielen Dank für deine Hilfe. Sehr gerne. Es war mir eine Ehre. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Also, macht es gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi. So, und wir straven uns hier noch einen zurecht.